Ah nee, was mache ich denn da? Ich hab doch da vorne die Linie gesetzt extra. So, wo fange ich am besten an? Einfach mal hier, würde ich sagen, ne? Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kommen wir mal so. Zack. Und dann können wir einmal alles schön zumachen. Dann haben wir überall die Erde. Das sieht dann auch viel, viel besser aus direkt. So, da kann ich auch beruhigt schlafen gehen. Ohne diesen Gedankenkopf zu haben, oh mein Gott, sieht das hässlich aus, wisst ihr? So. Ich glaube, ich mach's so. Ja, man kann noch so ein bisschen terraformen noch, so wisst ihr? Weil selbst die natürlich generierten Hügel und so sind teilweise echt hässlich. Und dann terraforme ich gern so ein bisschen, damit es quasi künstlich natürlicher aussieht. Ich weiß, das ist ein bisschen widersprüchlich, aber ihr wisst, was ich meine. So, wir haben wieder nur noch einen Zack übrig, ne? Das wird wieder sehr, sehr, sehr kritisch gleich. Oh, warte mal. So. Das wird wieder sehr kritisch gleich. Wir müssen also wieder Erde organisieren. Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir das jetzt auch noch hinkriegen in dieser Folge jetzt. Also jetzt in Folge 133. Ja, ich glaube irgendwie, das wird eher nix. Weil wenn wir jetzt noch gleich wieder Erde fahren müssen und noch so ein ganzes Stück hier vor uns haben, wird das wieder einen Moment dauern und boah. Also ich glaube, erstens fahren wir mit der Session wahrscheinlich auch nicht zusammen. Weil länger als eine Stunde mache ich jetzt nicht, weil ich halt noch ein paar Dinge erledigen muss heute. Auch wenn es schon spät ist, muss ich trotzdem noch ein paar Sachen machen. Auch wenn es der 1. Januar ist, tatsächlich. Aber es wird glaubt oder nicht. So, 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 so. Zack, zack. Huch. Bam, 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 bam. Einmal alles zu und dann bin ich doch zufrieden. Zack, zack, zack. Ich weiß, es ist einfach super langweilig und nervig und es ist einfach wirklich ein Schmerz. Aber wenn es irgendwann gemacht ist, dann wird man sich denken, ja, das war es dann doch schon wert. Ja, okay. Und immer werden wir den Punkt erreichen. Sobald wir endlich diesen blöden Hügel hier fertig gemacht haben. Guck mal, den Sand hier vorne, den klatsche ich ja mal weg direkt. So, dann fällt das schon mal weg, weil das will ich nicht machen. Finde ich unnötig. So. Was schätze, wie viel wir brauchen? 3 Stacks wieder? 4 Stacks ungefähr? Ich würd sogar sagen, dass 3 Stacks reichen könnten. Dann... Wir sollten in eine andere Höhle gehen, glaube ich mal. Oder wir gehen einfach in gar keine Höhle. Weil wir könnten uns ja auch theoretisch... Oh ne, stimmt, hier ist direkt Stein dann. Ach Mann, das war nicht durchdacht. Okay, ja doch, wir müssen in irgendeine Höhle gehen. Das da vorne sieht nach einem Höhleneingang aus. Da gehen wir kurz hin. Tja, es ist einfach wohl doch nur eine bescheuerte Creeper-Explosion, aber egal. Wir können ja auch ein bisschen Erde mitnehmen. Ah, hier kann man echt doch... Ey, man kann echt schön hier Erde mitnehmen, tatsächlich. Wunderbar, einmal frei. Das machen wir einfach jetzt so lange, bis wir 3 Stacks haben und dann gehen wir wieder zurück. Und so während wir halt warten darauf, muss ich euch halt irgendwie mit meinen Witzen und meinen tollen Kommentaren unterhalten. Leider bin ich darin jetzt nicht unbedingt der Beste. Ich bin zwar gut darin, viel zu labern, so... Die Musik ist gerade viel zu leise von Minecraft. Jetzt aber. Natürlich kann ich viel labern, ich kann viel erzählen, ich kann viel machen. Aber ich kann ja quasi jetzt bei solchen Situationen nur das kommentieren, was ich halt gerade mache. Weil durch Erde abbauen kommen halt meistens keine krassen Geschichten oder so zustande oder keine Situation, die mich an irgendwas erinnern, damit ich irgendwas dazu erzählen kann, so wisst ihr.
Na gut, ich könnte höchstens über Weihnachten reden. Ich habe ja vorhin, also, na gut, für euch ist es auch schon wieder ein paar Tage her, aber ich habe mir vorhin in der Session schon angesprochen, so wie Weihnachten bei euch denn und so war. Ich kann aber darüber reden, wie es bei mir war. Weihnachten ist für mich immer so ein sehr, sehr stressiges Ding. Oder zumindest war es dieses Jahr so, weil ich am 23. und am 25. arbeiten musste. Und am 24. dann aber bei meiner Familie sein wollte. Und das sind halt mal 140 Kilometer ungefähr. Das heißt, ich bin dann Samstag nachts nach der Arbeit. Also halt am 23. nachts nach der Arbeit. Noch 140 Kilometer in meine Heimat gefahren. War dann da den tagsüber und bin dann am nächsten Tag dann frühs um 6 oder 7 oder so aufgestanden, um dann loszufahren wieder direkt. Also es war sehr bescheiden, was es betrifft. Aber an sich war es sehr schön, ich konnte alle wieder sehen und es hat einfach gut getan. Meine Familie und vor allem auch meine kleinen Brüder zu sehen, tut mir einfach so gut. Falls meine kleinen Brüder das hier gerade sehen. Na hallo, hi ihr zwei, na? Alles klar bei euch? Ich weiß, dass ihr meine Videos schaut. Ach ja. So, ich habe jetzt 2,5 Stacks, aber ich habe auch gleich einen dritten noch voll. Ach, ich habe ja noch eine Schaufel, ne? Aber seht ihr, ist doch gut, dass ich direkt 2 mitgenommen habe von den blöden Dingern. Ich hätte es sonst wieder bereut. Sonst hätte ich mir wieder zurückgehen müssen. So, jetzt haben wir fast 3 Stacks. So. Ja, bisschen mehr als 3 Stacks. Fällt das auf? Nee, fällt doch nicht auf. Guck mal, wir machen nochmal so hier ein paar mit. Nehmen wir nochmal ein paar weg. Zack, 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 zack. Lieber zu viel als zu wenig. Und dann mache ich gleich auch direkt hier vorne das Loch zu. Oh Gott, das ist die Musik wieder viel zu laut. Dann mache ich auch direkt hier vorne das Loch zu. Dann weiß keiner, dass hier quasi was ist. Ihr wisst es auch nicht. Ihr vergesst das wieder ganz, ganz schnell, bitte. Danke. So, man sieht auch, dass wir halt direkt schon wieder hier dann an die normale Welt einmal angrenzen. Also an die Oberfläche, meine ich. Na, guck mal, das ist doch Erde. Zack, schön. So. Dann machen wir einmal so. Hier war nie was. Ich weiß nicht, was ihr meint. Hier war nie was. Hier ist alles natürlich schön ausgestopft. Hier ist alles voll mit Erde, voll mit Mineralien, wisst ihr? Da ist auch gar nichts hohl oder nur Fassade oder so. Nein, nein. Ich mache das sehr, sehr oft, das ist mir aufgefallen. Sehr, sehr oft mache ich so Sachen nur so oberflächlich, nur als Fassade. Wir haben hier vorne jetzt über diese große Höhle einfach nur einmal so eine Schicht drüber geklatscht. Hier vorne die Fläche, wo die Minen, das haben wir damals auch nur oben drüber gebaut. Hier vorne haben wir einfach jetzt zugemacht. Also wirklich, das haben wir schon sehr oft gemacht. An vielen Stellen, wenn man sich einen Block nach unten bauen würde, nur einen Block nach unten, würde man mega tief fallen in irgendeine Höhle. Finde ich schon witzig eigentlich. So, die Frage ist halt auch, ob die Schaufel reicht und wird vermutlich nämlich nicht. So, zack, zack, zack. Ich bin bei diesen Schrittgeräuschen von den Tieren immer super paranoid. Das macht mich immer noch psychisch total fertig, wenn ich die höre. Zack. Zack, 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 zack. Und dann einmal kurz hier vor durchziehen. Ich mache das hier immer so ein bisschen etappenweise. So. Weil so stückchenweise mit so einem System ist mir lieber als kreuz und quer einfach irgendwie halt die Erde drauf zu klatschen. So. So, zack, zack, zack. Ganz einfach, ne? Einmal zumachen das Ganze wieder, wie man es halt schon kennt, ne? Wie beim Zahnarzt. Und zack. So einfach geht's. So, aber jetzt kommen wir nach und nach voran. Das machen wir einmal. Das Zerfledderte machen wir jetzt erstmal wieder richtig schön. So, zack, zack, zack.
was ist so regelmäßige Strände? Wie hier vorne stört mich nicht. Aber wenn man hier so Erde, Sand, Erde, Sand, Erde, Sand hat, so das stört mich immer furchtbar. Ich finde das immer schrecklich hässlich. So. Die machen wir jetzt weiter, aber so. Bist du schon gut vorangekommen? Wir haben mir schon wieder hier ein riesiges Stück zugemacht, ne? Sehr schön. Dann machen wir einmal hier die oberste Schicht mal. So. So, weiter ist das, mache ich nicht. Ja, nervig, ne? Wir brauchen mit dem ganzen Quatsch ja gar nicht erst wieder anzufangen, ne? Meine Rüstung ist schon wegen euch so gut wie zerstört. Ich habe fast 30 Diamanten komplett in den Sand gesetzt wegen euch hier Pennern. Ich wollte gerade was viel Böseres sagen, aber dachte mir so, nee, lieber nicht. Ich will kinderfreundlich bleiben. Ja, genau. Deshalb bitte haltet euch Schiffen mir fern. Damit ich nicht auch den Rest meiner Rüstung noch verliere wegen euch. So. Einmal so zack, zack, zack. Einmal hier schön entlang. Hier, das machen wir alles wieder zur Erde. So, so, so. So. All den ganzen zerfledderten Quatsch hier einmal. Aber ey, es sind langsam Gestalter. Langsam sieht es wieder gut aus. Was heißt wieder? Es sah vorher noch nie gut aus. Langsam sieht es endlich gut aus. So rum wäre es eher richtig gesagt. So. Okay, die Elbe wieder sehr, sehr knapp, merke ich gerade. Ich weiß nicht, ob die noch reichen wird. Ich glaube, es könnte vielleicht gerade noch so aufgehen. Ich weiß es nicht. Das ist immer so ein bisschen schwer anzuschätzen. Nein. Diese scheiß Viecher machen mich so unglaublich aggressiv mittlerweile. Es ist so furchtbar. Also langsam nervt es einfach nur noch, die Scheiße. Es ist immer derselbe Dreck. Weißt du, wenn die Scheißdinger wenigstens da auch gehen würden, wo ich sie brauche und nicht erst da, wo ich schon alles zugeklatscht habe mit Erde. Oh mein Gott, ey. Immer derselbe Scheiß. Immer derselbe Scheiß. Ihr glaubt nicht, wie aggressiv mich das macht mittlerweile. Auch wieder einfach oberflächlich. Ist mir egal, jetzt einfach oberflächlich alles zumachen schön. So. Zack, 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 zack und zack. So. Es nimmt einfach kein Ende. Die Schaufel ist kaputt und das für das Stückchen. Jetzt kommt noch größere Pain. Für das Stückchen würde ich mir keine Schaufel machen, aber für das Stückchen reicht unsere Erde nicht mal aus. Für das bisschen jetzt noch. So, so und so. Jetzt brauchen wir noch 12 Erde. Nur noch 12. Toll, oder? Ja, super. Ich heul gleich. 12 Erde nur noch. Ich kratze sie jetzt einfach irgendwie zusammen. Ich gehe einfach an die Straße oder so und bettel einfach wie so ein Obdachloser, ist mir egal. Nö.
Weg da. Boah. Ja, komm. Ja, kommt doch nur alle. So, seht ihr, wie ich euch alle vernichte mit zwei Schlägen? Die blöden Kackviecher. Wir haben hier doch noch Erde, ne? Die hatte ich voll übersehen. Wir haben echt doch genug Erde jetzt dafür. Jetzt bin ich extra hergelaufen, dafür um Erde wieder zu finden. Dabei haben wir immer noch genug. Und ja, ich könnte jetzt schlafen gehen. Ja, dann wäre das mit dem Creeper nicht passiert. Ja. Ich weiß doch Bescheid, Mann. Aber, jetzt sind wir fast fertig. Und ich gehe jetzt für das Stückchen, was wir jetzt noch brauchen, jetzt nicht zurück, um zu schlafen. Das klatschen wir einmal noch drauf und dann beende ich die Session endlich. Ich habe eh schon wieder voll überzogen. So, zack. 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 Und zack. Och, es ist endlich geterraformt hier. Das sieht endlich viel, viel besser aus. Ihr glaubt nicht, wie lange mir das schon im Dornauge war. Schon damals, als wir zum ersten Mal auf der Insel hier waren, fand ich das unglaublich hässlich. Es sieht endlich gut aus hier. Mein Gott, ey. Ist das wieder ein pinkes Schaf? Ist das ein braunes Schaf? Ah, ja, tatsächlich. So. Also Freunde, das war's mit der Session, mit der ersten Session im Jahr 2011, direkt am 1. Januar. Die erste Session seit langem mal wieder und die beende ich jetzt mit Folge 100, welche haben wir nochmal? Folge 133 jetzt. Einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, Silvester, Weihnachten, Neujahr, Hanukkah, Geburtstag, was auch immer, hier bitte einfügen. Meine Freunde, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Eure Erdrose.